Wir sehen uns auf reitschuster.de. Das geht auf keine Kuhhaut, pflegte meine Großmutter immer zu sagen, wenn sie etwas für unfassbar hielt. Und nicht einmal auf eine große Kuhhaut geht das, was jetzt die Ampelkoalition im Kabinett beschlossen hat. Das ist wirklich unfassbar. Diese Politiker, diese Minister, Vizekanzler, Kanzler, die gerade eben erst im Flugzeug nach Kanada alle ohne Masken waren, mit dem begleitenden Trost, mit den Journalisten, mit den Mitarbeitern. Diese Maskenmuffel, die selber keine Maske tragen, die haben jetzt beschlossen, dass nach ihrem Willen in Flugzeugen und in der Bahn nicht nur weiter eine Maskenpflicht gilt. Nein, es kommt noch dicker, dass in Zukunft eine FFP2-Maskenpflicht gilt. Es ist für mich völlig unfassbar. Es ist wirklich der Höhepunkt der Heuchelei, der Höhepunkt der Doppelmoral. Und was mich genauso fassungslos macht, dass es offenbar die Menschen in Deutschland mit sich machen lassen, während in anderen Ländern, den meisten, die ich kenne, man längst vergessen hat, was Masken sind. Und Deutschland als Geisterfahrer an der Corona-Front macht hier weiter. Und die Rechtfertigungsversuche, unfassbar, diese T-Online-Journalistin, die selber mitgeflogen ist, die dann sagte, ja, die hatten doch alle einen Test. Nein, selbst die Lufthansa hat gesagt, Test befreit davon nicht. Dann der Buschmann, der hat sich doch tatsächlich hingestellt, also das ist besonders dreist, der hat sich hingestellt, wie der Professor Homburg auf Twitter postete, auf die Frage, warum bei der Luftwaffe keine Maskenpflicht gelte. Man muss dazu sagen, dieses Flugzeug, mit dem die nach Kanada geflogen sind, ohne Masken, ist das ein Flugzeug der Luftwaffe war, der Flugbereitschaft, die Regierungsflieger, die gehören für uns zur Luftwaffe. Dann stellt sich dieser Herr Buschmann doch tatsächlich hin und sagt, naja, im Kampfjet ist es sehr schwer mit FFP2-Maske. Halten die Menschen wirklich für so unterbelichtet? Da ist es nur Zynismus. Also ich fasse das als Ohrfeige auf, als gezielten Zynismus, selber ohne Maske. Und dann für die einfachen Menschen, die müssen Maske tragen, nach dem Motto, die lassen es ja mit sich machen. Ja, Servus TV hat darüber einen wunderbaren Nachrichtenbeitrag gebracht, der Privatsender in den großen Sendern, in den Abendnachrichten, habe ich es vermisst. Vielleicht irgendwo im Randprogramm, im Spartenprogramm, kann sein, dass man es versteckt hat, um die Quote zu erfüllen, die kritische Quote. Auch in den großen Zeitungen, auf den Titelblättern habe ich das vermisst. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Journalismus in Deutschland würde so arbeiten, wie er arbeiten soll, wie er arbeiten muss. Und diese Bilder wären breit durch die Medien gegangen. Man hätte das thematisiert. Das wäre die größte Nachricht in der Tagesschau gewesen, im Heute-Journal ganz oben in der Frankfurter Allgemeinen Süddeutschen Zeitung, der Alpenpravda. Dann würden die sich das nicht trauen. Das ist das Problem, dass die Medien das decken, diese Heuchler, die in der Bundespropagandakonferenz, Entschuldigung, Bundespressekonferenz, die sich da reinsetzen, da die Maske aufsetzen, obwohl es freiwillig ist, wo sie wissen, die Kameras sind an, und dann im Flugzeug, wo sie glauben, es gibt keine Maske, die dann, keine Kameras, die dann die Maske abnehmen, die ermöglichen das Ganze. Und die FDP ermöglicht es. Und wie die sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ohne uns wäre es noch schlimmer geworden, das ist, damit kann man jede Zumutung kann man damit rechtfertigen. Es wäre noch schlimmer geworden. Wenn ich jemanden jetzt eine reinhaue, würde ich nicht machen, ich bin friedlicher Mensch, würde ich sagen, ja, ein anderer wird dir noch mehr reinhauen. Für wie dumm hält diese FDP ihre Wähler? Das sind Wähler, die vor allem oder viele von denen die FDP gewählt haben, weil sie dachten, die steht für Liberalität, weil sie dachten, die will nicht diese harten Corona-Maßnahmen. Und die verkauft man jetzt einfach für dumm. Kubicki, Bundestagsvizepräsident von der FDP, hat ja gesagt, er ist gegen jede Maskenpflicht. Auch in der Fraktion rumorte es, da gab es welche, die das nicht wollten. Aber da haben sich die anderen durchgesetzt, diejenigen, denen es um Posten geht, um Ministerposten, um Dienstwagen und all diese Dinge, die setzen sich durch. Es ist unfassbar in meinen Augen. Ich schäme mich für dieses Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schäme mich für
diese Medienlandschaft bei uns, nicht für alle, aber für viele, unglaublich. Wenn Sie noch mehr oder ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Medienlandschaft, auch wie die tickt hinter den Kulissen der Bundespressekonferenz, die alternativen Medien, wie da die Befindlichkeiten sind, bin ich sehr ausführlich darauf eingegangen in meinem Livestream. Ich hoffe, ich schaffe es, ihn hier zu verlinken. Ansonsten einfach auf meiner Seite schauen. Mein neuester Livestream möchte ich wieder öfter machen. Und es gibt auch noch ganz erstaunlich, neben der Zensur bei Facebook, die mich wieder gesperrt haben, absolut perfide, ist aber auch in dem Livestream eine gute Nachricht von YouTube. Die machen wir dann als Backstage. Alles Gute, unterstützen, auf die Glocke drücken unten neben dem Abo, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich was Neues mache. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen und ihr seht, ich bin jetzt wieder öfter dabei bei YouTube. Hoffe, das behalte ich auch bei. Dazu auch noch was im Abspann. Alles Gute. Danke. Ciao. Ja, und jetzt der Abspann, die gute Nachricht bei YouTube. Man hat ja früher jede Meldung von mir dann sofort demonetarisiert, nachdem man 2 Jahre generell meinen Kanal demonetarisiert hatte. Dann hat man gesagt, ich darf wieder Reklame machen, also monetarisieren, aber jedes Video immer sofort demonetarisiert, also ungeeignet für Werbung. Und jetzt ist da offenbar was umgestellt worden, denn bei allen Videos, wo ich nachträglich mich beklagt habe, gesagt habe, nein, nein, das passt, das darf monetarisiert werden, wurde dann meinem Antrag entsprochen. Und gestern weiß ich, dass zum ersten Mal ein Video ich hochgeladen habe, das dann direkt monetarisiert werden darf. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ach Mist, Reklame, lästig. Ja, aber ich muss ja auch von etwas leben und darum denke ich, es ist auch fair. Andere haben auch diese Reklame, andere haben Gebühren, andere haben Milliarden Steuereinnahmen. Und deshalb denke ich oder hoffe ich, dass ihr da Verständnis habt. Und ja, natürlich ist es auch etwas, was dann ein bisschen motiviert. Natürlich, wenn man sieht, da, das ist also sozusagen die, das bringt Brot, die Mühe, dann macht man auch gerne mehr Videos. Es ist mit Sicherheit nicht der wichtigste Motivationsfaktor, aber es ist auch ein Motivationsfaktor auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich ist es umgekehrt, dass man so benachteiligt wurde, hat demotiviert einfach, weil man sich immer schikaniert fühlte von YouTube. Und wenn man dann das Gefühl hat, man wird nicht mehr schikaniert, ich glaube, das ist das Entscheidende, dann tut man sich damit leichter. Ja, vielen Dank, alles Gute und diese T-Shirts, wer da Interesse hat, gibt es auch wieder ganz neue auf www.einefragenoch.de. Alles Gute, danke, ciao.